Hallo liebe Zutendos und willkommen zu einem neuen Video von Let's Play Mario Party Star Rush. Ja, wir sind hier mit Münzenrennen im letzten Part fertig geworden. Jetzt sind wir beim grünen Teil und machen mit Ballonjagd weiter. So, Luigi ist ja mein Main. Chara. Jetzt machen wir es mal ganz kurios mit den Computern. Mario Blau. Sind nur die Mario Brothers drinne. Also nur die Brüder sozusagen. So Leute, da geht's los. Wir starten hier oben. Wir haben halt ganz normale Würfel, wie bei der Toad-Tour. Dum, 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 dum. Ich kann mal direkt einen Ballon holen, wie geil. Ja, das ist meine. Das ist meine. Wähle eine Karte, ich bin für. Hack um einen. Dafür bin ich aber wieder in Führung, weil ich krieg jetzt 10 und 10. Und ein Minispiel. Vom Minispiel her nehme ich das. Ihr denkt, das ist jetzt schwer für mich, aber ich komme da tadellos durch. Ich komme da tadellos durch. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr auch Mario Party Star Rush besitzt. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr da so easy durchkommt. Ich komme da schon easy durch. So, mal sehen, was jetzt kommt. Also kann ich mir den holen? Natürlich nicht. Aha, jetzt muss ich gegen meinen Erzfeind spielen. Weil Waluigi ist der Erzfeind von Luigi. Ha, jetzt hab ich mal gewonnen. 3 Münzen kriege ich sogar von dem. So, ach Gott. Das kann ich wieder um so lala nicht so. Also auf dem Touchscreen muss man da jetzt so Teile kombinieren. Das habe ich gerade nur aus Random Files gesehen. Ohne Schmarrn. Nein! Warte! Bin zweiter, das muss aber hinhauen, ey. Ja, ich sehe gar nicht, was für ein. Das kann doch nicht sein. Ende. 7 Punkte. Shitte. Damit bin ich nur Dritter. Ey, aber ihr müsst mal auf YouTube eingeben bei Nintendo von Mario Party Star Rush. Da hat der
nur 3 Punkte geholt bei diesem Minispiel. Das fand ich schon eine so lala Leistung. Da ist der erste Sternballon. Berühre den Sternballon, um 10 Münzen gegen einen Stern einzutauschen. Renn hin, Luigi. Go, 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 go. Jetzt hat der auch einen Fünfer. Jetzt muss ich schon wieder gegen meinen Erzfeind spielen. Bleiben die ganze Zeit in Kontakt hier. Die Karte. Jawohl, 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 ja. Und ich krieg wieder 3 Münzen, da kann ich mir locker gönnen. Na, auf jeden Fall wird der sein. Ja, war klar. So, der bekommt seine ersten 10 Münzen. Ist schon mal... seinen ersten Stern, Entschuldigung. Und hoffentlich kriege ich mal jetzt eine gute Zahl. Oh ja, eine 6. Ich zeige jetzt mal was, weil wenn man beide Ballons einsammelt, dann geschieht was. Leute, ihr könnt jetzt aufpassen. Guck erstmal hier der 5er Ballon, dann auch der 10er Ballon. Daraus entsteht dann ein Bosskampf. Finde ich recht gut. Los. So, ich muss eben meinen Touchpad einstecken. So, jetzt kann's losgehen. So, und los geht's. Ich bin mit Wario in dem Team. Oh Mann, Wario! Mann, Wario, wenn du jetzt noch einmal verkackst, dann kannst du nichts. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber du kannst nichts. Nee, Leute, sagen wir es so. Oh, schön. Verarsche, warum wir gerade... Das war echt knapp gerade. Damit haben wir es hingerichtet. Ja, haben es hingerichtet, Leute. So kann man es machen. Sehen wir, dass jetzt noch weiter geht hier. Ja, ich komme 2 Felder vor, so. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, aber. Hi, Bro. Wie geht's dir so? Ja, aber ich bin jetzt im Minigame. Bei mir geht's gut. Bei mir geht's gut, und dir? Oh ja. Ja, bei mir geht's sehr gut. Ich war gerade noch auf Geisterjagd und so. So ein Reim. Ich weiß schon, wo ich gegangen muss. Damit gehört der goldene mir. Ich habe das einmal bei Nintendo gesehen. Der konnte da eigentlich entweder nur Zweiter werden. Da ist der Computer auf einmal zurückgerannt. Der war beim goldenen, der Computer. Und er rennt auf einmal zurück. Also das fand ich total dumm von dem Computer.
Also muss ich sagen, da war es echt Karma. Karma Infinity. Vielleicht könnt ihr es so besser sehen. Oh, bei mir geht's noch. Ich kann das so. Vielleicht ein bisschen so. Aha. Und der Wahre, der hat jetzt Glück, oder wie? ...20 Münzen für 2 Sterne. Jetzt hat er nur noch eine Münze, aber dafür ist er Erster. Jetzt bin ich nur noch Dritter. Aber ich habe die meisten Coins. Also wenn ich jetzt eine Sternkarte hätte, dann könnte ich mir 1000 holen. Also wenn ich jetzt vielleicht 2 Sternkarten hätte, dann könnte ich mir 1000 Sterne grabben. Nee, keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Also ich bin Erster mit Mario. So, zu 8 von 20. Das sind ein bisschen zu viele Züge, ja, ich weiß. Der hat eh keine Münzen. Oh toll, jetzt schnappt er mir alles weg. Danke. Spielverderber, dieser Typ. Ist jetzt halt auch wieder zwei Ballons, jetzt kommt wieder zum Auskampf. Oh! Guck mal. Mario Brothers gegen Mario Brothers, genau. Das passt jetzt aber. Klau dem schlafenden Megagumma die Äpfel. Logo. Ich bin der Profi da drinnen. Und gönn mir direkt dran Äpfel. Okay, ein Apfel hat Mario schon für uns gesichert. Ich bin gleich direkt bei. Zack, zack. Pass auf, da kommen die Gumbas. Jo, ich hab den Abschlussbonus. Cool. Nice.
So, ich hoffe mal, dass ich gleich einen Sternballon kriege, weil sonst bin ich geliefert. Ich kann mir mindestens 2 holen. Da konnte ich 2 Sterne und jetzt bin ich letzter, ey. Das kann doch wohl echt nicht wahr sein. Also von so links kann man reinkommen, genauso wie da. Also ich probiere jetzt erstmal was. So, hier ist mal lang. Ach, scheiße, da geht's nicht lang. Da wurde der sogar noch verschleppt. Minimal. Nee, da geht's wohl nicht lang. Das könnte sein, Leute. Da habe ich's hingerichtet. Also der Mario, der war anscheinend zu weit weg. Ich habe jetzt irgendwie schon genug Münzen, um mir Millionen Sterne zu kaufen. Aber bei mir landen irgendwie voll wenige. Da muss man sagen, ist das schon albern. Kann ja mal bei mir dann kommen. Das ist lame. Genau, nur wegen den Münzen. Ja, klar. Ich wage es. Und werde bestraft. War doch klar. Ach. Ich krieg eh wieder nur nichts weiterhin als... So, wieder ein Minispiel, der hat auch schon eine Menge Münzen. Dann mache, aber ich habe natürlich ein Dutzend mehr. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich dieses Minigame meistern kann. Oh nein! Ich hab's zu spät gesehen. Scheiße, schon wieder zu spät gesehen. Kacke, bin nur Dritter geworden. Jetzt habe ich die verlorenen Münzen wieder auf Gutmachungskurs. So, mal gesagt, jetzt war ich schon in der 11. Runde, glaube ich. Das ist nicht Sternballon, das ist Sternballon. Ich krieg nie den Sternballon. Jetzt kann der sich schon einen weiteren holen. Jetzt bin ich schon über 100 Münzen und ich habe immer noch keinen Stern. Mal sehen, ich nehme das. Das gefällt mir am meisten das Spiel. Yes, let's go.
Los! Ich gehe mal da rein. Ding ding. Einer mit drei Äpfeln. Damit kann ich leben. So, Mario geht in sein typisch rotes Haus. Ist klar! Der hat ihn mit fünf Äpfeln bekommen. Der geht in seine... Der geht in sein lila Haus mit seiner lila Hose, eher gesagt. Und er geht beim grünen Haus vorbeischauen. Wow. Er hat den Ketten noch erwischt. Oder was auch immer der sagt. So, ich bin im Moment auf Platz 2. Letzte Runde. So, diesmal geht's von andersrum. Ein Apfel. Für den läuft's. Für den jungen Mann. Für den alten. Keine Ahnung, wie alt er ist. Jetzt nimmt er schon wieder das gleiche Haus. Da hatte der noch Glück. Aber jetzt erstmal Mario dran. Was bekommt der Schönes? Weißt du was, Mario? Manchmal bist du überpowered. Wieder ein mit drei Äpfeln. Das haben wir aber jetzt gut gemacht. War ich gut oder war ich gut? Immerhin Zweiter. Der Mario, der war einfach zu überpowered. Hätte ich das Blaue rausgenommen, wäre ich der Glücksmensch gewesen. Zu 12. Mal kurz haben. What the? Wir haben schon 23 Minuten jetzt. Ich will auch mal die Sternballons. Ja, hoffentlich würde mir der Doppelwürfel was bringen. Ich habe jetzt nämlich schon 112 Münzen. So, das wieder das Spiel, da muss man mit diesem... Da muss man wieder diesen Teil was markieren. Ja, ihr könnt das jetzt leider nicht sehen, weil ich muss das so machen, tut mir leid. So. Ich behalte es bei 4. Ich habe jetzt schon so viele Münzen, da könnte ich Millionen Sterne von kaufen. So, jetzt habe ich auch zum ersten Mal ein Item bekommen. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, zu dem Ballon zu kommen, alles wird los. Als ob ich kotze im Strahl.
Weiß gar nicht, was das bedeutet, aber das ist lächerlich. Können die Hungersterne geben? Das ist witzlos. Meine Fresse. Komm, lass den Touchpad mal liegen. Brauche ich eh wieder. Jetzt muss man sich da so... Scheiße! So, zwei Zitronen. Zwei Äpfel. Hoffentlich waren es vier, ich kann mich jetzt nicht so richtig täuschen. Boah, Glück gehabt. War Luigi ist der Einzige, der falsch geschätzt hat. Der hat eine mehr. Der hat einen Apfel mehr. Und jetzt möchte ich auch mal Sterne kriegen. Das ist uns echt witzlos. Bim 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 bum bum. Wo ist denn der Sternballon gerade? Der ist da oben! Wofür brauche ich einen Duellhandschuh? Klar. Ach, Scheiße, der hat auch schon wieder 118 Münzen. So, jetzt kommt der Monty. Also jetzt kommt der Monty Maulwurfkampf. Ich gehe nach oben. Und die war ja richtig. Hab schon 16 mit dem. Hoffentlich triffst du die richtige Wahl. Oh, warte, du bist ja gut. Um 5 Punkte gewonnen. Komm schon, das muss jetzt klappen. Eine 6, danke. Jetzt komme ich von Rang 4 auf Rang 2? Ach so, wahre. Der wahre, der hat ja 5 Sterne. Habe ich ja gar nicht gesehen. Ja, darum kann ich halt jetzt auch nichts für, dass ich nicht gesehen habe. So, jetzt kommt wieder ein Game, was mir eher schwieriger gelingen wird. Jawoll. Ich passe da extra ein bisschen auf. Lucky Block. Scheiße. Da habe ich extra als Lucky Block gesagt.
Habe ich wieder zu spät gesehen, Mann. Ich glaube, war wieder meins. Yoshi, ei. Ja, da konnte ich jetzt nicht zugreifen. Öffnen. Ach, Gosh. Mein Gott. Aber ich habe immer noch gewonnen. War aber wieder haarscharf. Oh, sind schon bei 30 Minuten. Also wie schnell das geht, will ich gar nicht wissen. Zug 16 erst? Ja, aber schau das mal, wie viele Münzen ich habe. Trick, ja. Ja, genau. Ja. Der kriegt einmal mal die Sternkarte, damit er sich 6 Sterne kaufen kann. Ja, klar. Dann werde ich in der nächsten Partie, aber bitte auch letzter, okay? Jetzt kommen wir nicht mal zu dem Zeug. Als ob. Habe ich das jetzt ernsthaft gesehen? Habe ich das jetzt wirklich gesehen? Jetzt passt mal. Seht ihr, 6 Sterne holt er sich. Ist klar, jetzt bin ich Dritter. Mein Stall! Dann will ich die Sterne haben. Ich will Sterne. Hey, wieso kommt jetzt von da rum? Lol. Lololol. So, jetzt aber beim Blooper-Kampf. Mit wem bin ich jetzt? Mit wem? Ach, mit Wario wieder. Ja, moin, alle zwei. Jetzt bin ich am Anfang. Mario hat verkackt. Jo, ich habe sogar einen Abschlussbonus direkt gemacht. War jetzt Fail von Mario, würde ich mal sagen. Aber selbst wenn er keinen Fail gebaut hätte, wir hätten sowieso gewonnen. Zug 18 von 20, wir sind schon bei 34 Minuten. Hoffen wir mal, dass ich das überhaupt so schnell hochkriege. Die Wario Brothers, die wollen sich battlen. 1, 2, 3, 4, 5. Alles klar. So, jetzt kann ich mir Rat gönnen. Endlich. Jetzt habe ich auch mal wieder was. Und sogar noch ein Item. Ein Pilz. Den Anspruch brauche ich nicht.
Dun 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 dun. Spiso auf Platz 2. Zug 19. Wo ist denn der Sternballon jetzt? Ach, bei Mario. Dann geh ich da wieder hin. War doch klar. Letzte Runde, jetzt wollen wir alles geben. Das ist denn Pilz. Bitte Pilz kriegen. Ach nee, shit, Ware steht da ja auch noch. War doch klar. Ist ja mal wieder typisch gewesen. Das gibt's echt nicht. Jetzt bin ich Dritter. Aber naja, wir sehen nochmal die Ergebnisse. Puristenstar, okay. Puristenstar bekommt Waluigi und der kriegt auch 5 Sterne, genau. Ballonstar. Wer konnte die meisten Ballons schnappen? War klar, jetzt hat er seinen 11. Stern. Sternluster. Luigi und Waluigi. Ja, ich komme jetzt. So, dann sehen wir nochmal, wer der Sieger wird. Ich werde es auf jeden Fall nicht sein. Weil es der beste Krieger ist. Der hat 11. Ja, wir sagen Leute, was mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Und abonniert mich gerne und drückt auf die Glocke, weil das würde mich freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss Leute.